Jo, herzlich willkommen zu diesem Clip mit dem Namen Zimmerduell. Wir werden jetzt Fragen gestellt bekommen. Muss ich das erklären? Ja. Wir werden Fragen gestellt bekommen und die Antwort halten wir in Form dieser Schildchen hoch. Ich wünsche euch oder wir wünschen euch sehr viel Spaß. Los geht's. Wer von euch braucht länger im Bad morgens? Jo. Jawohl. Dann müssen wir nicht diskutieren. Wir haben ein paar Jahre einfach mehr auf dem Buckel. Und so weiter. Schwache Blase, er ist öfter drin. Das ist Quatsch. Sagst du. Wer von euch ist als erstes beim Frühstück? Jo. Ja, deine Blase holt dich raus. Ja. So oft lagen wir auch noch nicht zusammen. Wir waren ja nur im Trainingslager auf einem Zimmer. Und da habe ich dich ja regelmäßig wecken müssen. Insofern. Wer von euch ist der größere Morgenmuffel? Hä? Das ist ja eine Beleidigung! Okay, das macht er hier. Das ist natürlich ein Spaß. Jeder weiß, dass er einen Andi kennt. Ja, ich bin fröhlich. Wer von euch nimmt mehr Kleidung mit? Ich glaube, mein Ding hat nur eine Seite. Ja, ja. Sehr einseitige Fragen. Ja, das ist, keine Ahnung, traditionell. Also ich glaube, Nico nimmt mehr Sachen mit als meine Freundin, wenn wir irgendwo hinfahren. Ist das ein Kompliment? Kannst du dir aussuchen. Wer von euch dreht sich nachts öfter um? Also, ich weiß ja nur, wie oft ich mich umdrehe und das ist auf jeden Fall viel. Ah, jetzt sind wir wieder keine Meinung. Wieso wieder? Wir waren eben auch nicht. Klar. Ich bewege mich die ganze Nacht eigentlich, deshalb. Frag mal einen Tito dazu. Der war begeistert. Wer von euch hat die Macht über die Fernbedienung? Ja. Klare Sache. Weil du ein absoluter Fernseh-Junkie bist. Mir das scheißegal. Wer von euch ist unordentlicher? Das ist die Erfahrung. Deshalb räumt er auf. Ich räume ja deine Sachen mit auf. Wie heißt das? Das heißt aufräumen. Das Genie überwiegt das Chaos, ja? Wer von euch legt mehr Wert auf seine Haare? Ich brauche zwei, bitte. Eins reicht nicht. Du hast nicht so viele. Wer von euch trägt die schönere Unterwäsche? Hier, den kriegst du. Wer ist auf 100 Meter schneller von euch? Kommt drauf an, wenn ich den Ball hinterherlaufe. Achso, ja. Du meinst... Ja, okay. Ja, das haben wir noch nicht getestet, aber... Er ist alt, also ich denke mal, dass er... Vielleicht ist das so wie mit dem Hasen der Schildkröte. Dass er dann einen Klon oder was da hinsetzt, ich weiß es nicht. Ja. Das ist deine Chance. Juhu! Wir können die Zeiten vergleichen, als wir das gleiche Alter hatten irgendwann mal. Gab's damals schon Zeitmessung? Gab's. Und, ja. Los. Und los geht's. Ja, also wie man sieht, sind die Torhüter heute oft einer Meinung. Das spricht für unseren schönen Zusammenhalt, Nikolai. Ja, ich hoffe, dass euch unsere Antworten gefallen haben und wünschen euch auch weiterhin viel Spaß mit diesen tollen Clips.